Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Im Rahmen der heutigen Vorlesung besprechen wir Artikel 12, die Berufsfreiheit. Lesen wir zunächst den Artikel. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Absatz 2. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen für alle gleich öffentlichen Dienstleistungspflicht. Und drittens, Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Schauen wir dann zunächst auf die Systematik, wie ist Artikel 12 abstrakt zu prüfen. Zunächst müssen wir prüfen, ob speziellere Grundrechte vorliegen könnten. Beim öffentlichen Dienst ist das vor allem Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, der die Zugangsregeln normiert. Alle Deutschen haben das Recht auf gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst nach Eignung, Fähigung und Leistung. Das geht Artikel 12 der allgemeinen Berufsfreiheit vor. Wir schauen dann in den Schutzbereich auf den Begriff des Berufes. Beruf ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit. Eine der wesentlichen Definitionen, das heißt, es ist nicht erforderlich eine Vollzeitbeschäftigung. Auch Halbtagsjobs oder drei Viertel sind auf Dauer angelegte Tätigkeiten. Man muss das natürlich auch nicht lebenslänglich machen. Und man muss es auch nicht regelmäßig oder ständig machen. Also auch Menschen, die Berufe haben, die man nur gelegentlich wahrnehmen kann. Zum Beispiel ein Bademeister im Freibad arbeitet in der Regel nur im Sommer, hat trotzdem den Beruf des Bademeisters. Deshalb ist ausreichend eine periodisch wiederkehrende Zweit- und Nebenbeschäftigung. Nicht ausreichend ist dagegen ein einmaliger Erwerbsakt oder ein auf wenige Stunden befristeter Gelegenheitsjob. Also wenn ich beispielsweise bei einem Karnevalsfest als Kellner aushelfe oder ähnliches, dann ist das natürlich kein Beruf, sondern ein Gelegenheitsjob. Für Studierende ja nicht uninteressant. Eine auf Dauer angelegte Tätigkeit, die geht es weiter in der Definition der Erhaltung und Schaffung einer Lebensgrundlage dient, unerheblich auf abhängig oder selbstständig, das ist auch klar, also selbstverständlich sind auch angestellte Bäckermeister, geben einem Beruf nach. Es ist wichtig, dass man eine Gewinnerzielungsabsicht hat, auch wenn diese Erwartung nicht eintritt. Mit dem Gewinnerzielungsabsicht meint man ja, dass man seine Lebensgrundlage unterhält. Das funktioniert nur, wenn ich diesem Beruf nachgehe, um nachher etwas einzunehmen und mein Leben bestreiten zu können. Das kann natürlich schief gehen, wenn Sie daran denken, wenn Sie kurz vor Corona eine Kneipe aufgemacht haben, wird der Gewinn nicht sich im sehr ausgesprochen in Grenzen halten, wenn Sie nicht ganz hohe Verluste eingefahren haben. Trotzdem hatten Sie die Absicht, über Gewinn ihre Lebensgrundlage zu bestreiten und folglich handelt es sich um einen Beruf. Man braucht die Absicht zur Schaffung einer Lebensgrundlage und das funktioniert beispielsweise nicht als Spiel. Also wenn Sie gewohnheitsmäßiger Zocker sind, nehmen wir mal im Internet, Pokerspiele betreiben und da auch ganz gute Gewinne erzielen, ist das nicht zwingend mit der Absicht, eine Lebensgrundlage zu erreichen, sondern es ist zunächst mal ein Spiel, mit dem Sie möglicherweise etwas gewinnen. Und deshalb ist das zunächst mal noch kein Beruf, kann natürlich einer werden, wenn ich wirklich denke, ich bin so gut in meinem Spiel, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also Fußballspieler, wenn sie dann Profis werden, sind natürlich professionelle Fußballspieler, gehen dem Beruf nach, während viele andere das eben nur als Spiel betreiben. Und leider geht ja bei den Berufsfußballspielern dann das Spielerische auch verloren. Schlimmer noch bei den Fans, hat man so den Eindruck.
Also ausscheidet aus das Hobby wie das Fußballspielen oder Freizeitvergnügen, scheiden aus ehrenamtliche Tätigkeit. Also wenn man ehrenamtlich Politik macht, ist das kein Beruf, aber es gibt natürlich auch Berufspolitiker oder auch die Verwaltung des eigenen Vermögens gilt nicht als Beruf, wobei man darüber natürlich streiten kann, wenn man derartig viele Häuser besitzt, dass man hohe Mieteinnahmen hat, kann man natürlich dadurch seine Lebensgrundlage bestreiten und von daher als Beruf haben Immobilienverwalter. Aber zunächst mal hat die Rechtsprechung gesagt, die Verwaltung des eigenen Vermögens ist kein Beruf. Weiterhin darf der Beruf oder die Tätigkeit nicht schlechthin gemeinschädlich sein oder nicht verboten sein. Das Verbot eines Berufes, einer Tätigkeit kann natürlich nicht zwingend zu dem Schluss führen, dass der Beruf schlechthin gemeinschädlich ist, weil ansonsten der Gesetzgeber durch das Verbot eine Tätigkeit aus der Berufsfreiheit, aus dem Schutz des Artikel 12 hinaus katapultieren könnte. Und das soll er natürlich nicht dürfen, beziehungsweise das soll vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden können. Deshalb ist das Verbot vielleicht ein Indiz für die Gemeinschädlichkeit, aber nicht alles, was verboten ist, ist auch zwingend gemeinschädlich. Das muss man eben bewerten möglicherweise. Umgekehrt kann es natürlich nicht sein, dass kriminelle Erwerbswirtschaft durch Artikel 12 geschützt ist. Deshalb haben wir dieses Merkmal in der Berufsdefinition. Und als Beispiele kann man anführen den Drogendealer, den Waffenschieber, Menschenhändler, Zuhälter. Das alles sind keine Berufe, fallen aus dem Schutzbereich heraus qua Definition, weil sie schlechthin gemeinschädlich sind. Es gibt natürlich problematische Fälle, wie ist es mit der Prostituierten? Da muss man wohl sagen, das ist ein Beruf. Sie zahlen Steuern und Krankenversicherung und Ähnliches und sind gesetzlich geregelt, müssen sich untersuchen lassen. Deshalb wird man das wohl als Beruf anerkennen. Bei jedenfalls ab den 2000er Jahren gab es eine entsprechende Gesetzesnovelle. Bei Schwarzarbeitern ist die Tätigkeit an sich ein Beruf. Nicht geschützt wird natürlich das Steuerhinterziehen. Also der Maurer, der schwarz etwas mauert, ist natürlich trotzdem noch Maurer und kann seinem Beruf als Maurer nachgehen, aber nicht geschützt ist seine Schwarzarbeit. Und dann vielleicht ein etwas theoretischer Fall. Spione, die für eine fremde Macht arbeiten, üben aus der Sicht der Bundesrepublik keinen Beruf aus, weil sie schlechthin gemeinschädlich sind. Für die Bundesrepublik umgekehrt Spione, die für die Bundesrepublik spionieren, also Menschen, die im Geheimdienst arbeiten, gehen aus der Sicht der Perspektive der Bundesrepublik einem Beruf nach. Das gilt natürlich auch für die Inlandsgeheimdienste, also Verfassungsschutz und MAD beispielsweise, also militärischer Abschirmdienst. Eine Wertung, die natürlich zunächst widersprüchlich erscheint. Geschützt sind auch die Ausbildungsstätten. Sie erinnern sich an den Wortlaut. Ausbildungsstätten sind alle Einrichtungen, die der Ausbildung für bestimmte Berufe oder Berufszweige dienen. Und deshalb fallen darunter nicht die allgemeinbildenden Bildungsstätten wie Volkshochschulen und Akademien, soweit sie eben keine berufliche Qualifikationen anbieten. Bei den Volkshochschulen gibt es neben Ikebana-Kursen und Türkischkursen oder Gesangsunterricht auch manchmal Angebote für berufliche Qualifikationen. Also man kann seinen Meister oder seinen Gesellen in einem bestimmten Bereich machen. Dann handelt es sich auch um eine Ausbildungsstätte, bei dem vorher genannten dann eher nicht. Keine Ausbildungsstätten sind dann auch Grundschulen und wohl Ausbildungsstätten sind Berufsschulen und die weiterführenden Schulen, also Gymnasien, weil sie zum Erwerb einer bestimmten Qualifikation führen, die für die weitere Berufswahl notwendig ist. Ohne Abitur kann ich keinen Studienplatz bekommen. Also geht schon, aber mit Umwegen und das Übliche ist das Abitur. Es gibt viele andere Wege inzwischen, aber das ist ja hier jetzt nicht interessant. Also Gymnasien sind Ausbildungsstätten, dann müssen Gesamtschulen, da habe ich ein Fragezeichen dran gemacht, wohl auch Ausbildungsstätten sein, weil man da selbstverständlich auch sein Abitur erwerben kann, in der Regel jedenfalls.
Also Beruf und Ausbildung, kann man auch sagen, muss eher weit ausgelegt werden und nicht hier schon bei der Ausbildungsstätte den Schutzbereich schließen. Die Prüfung sollte man sich merken, sollte eher weitergehen und auch der Begriff sollte eher weit ausgedehnt werden. Das Leben ist bunt und alles Mögliche kann zum Berufs werden, woran man früher nie gedacht hätte. Also beispielsweise der Webdesigner ist selbstverständlich ein Beruf. Als Artikel 12 ins Grundgesetz eingeführt würde, hätten die Mutter und Väter des Grundgesetzes gefragt, was ist denn bitte schön ein Webdesigner, beziehungsweise was ist überhaupt ein Web? Und sie hätten das natürlich gesagt, das ist doch kein Beruf. Heute sieht man das selbstverständlich anders. Geschützt werden auch der Arbeitsplatz, das ist die Stätte, an welcher der einzelne einen gewählten Beruf im konkreten Fall nachgehen möchte. Also der Bäcker arbeitet in einer Backstube, das ist sein konkreter Arbeitsplatz. Oder die Apothekerin arbeitet in einer konkreten Apotheke, der Schwanenapotheke beispielsweise, so ein typischer Name für Apotheken, dann ist das ihr konkreter Arbeitsplatz. Und das Arbeitsplatz gilt für die abhängig Beschäftigten, also für die Angestellten und Arbeiter. Und die Niederlassungsfreiheit der Selbstständigen, also beispielsweise der Apotheker, die sagen, ich möchte gerne neben dem Bahnhof meine neue Bahnhofsapotheke aufmachen, ist durch die Berufsausübungsfreiheit geschützt. Hier muss man nicht den besonderen Schutz des Arbeitsplatzes hinzunehmen. Und die Niederlassungsfreiheit ist dann auch nochmal europarechtlich geschützt. Das interessiert uns aber an dieser Stelle nicht. Damit hätten wir schon den Schutzbereich definiert. Und nun haben wir beim Eingriff eine Besonderheit zu beachten. Wir hatten sonst gesagt, Eingriff ist jeder hoheitliche Akt, der den Schutzbereich tangiert oder beschränkt. Bei der Berufsfreiheit haben wir ein besonderes Prüfungsschema, das das Bundesverfassungsgericht im Apothekenurteil, auch einem sehr frühen Urteil, schon entwickelt hat. Und deshalb müssen wir hier beim Eingriff unterscheiden, ob die Berufswahl betroffen ist oder die Berufsausübung. Beide, Berufswahl und Berufsausübung, sind Elemente der Berufsfreiheit. Die Berufswahl betrifft die Frage, ob man die Möglichkeit hat, einen Beruf zu ergreifen. Also ob man beispielsweise als Rechtsanwalt tätig werden kann, als Apotheker tätig werden kann oder ob das völlig ausgeschlossen ist. Und die Berufsausübung betrifft die Frage, wie man den gewählten Beruf ausübt. Beispielsweise betrifft das die Frage, ob man als Rechtsanwalt Werbung machen darf, wie groß die Kanzleien für Rechtsanwälte sein dürfen. Inzwischen sind das ja oft ganze Großkanzleien, Law-Firms, also Anwaltsfirmen, die mit sehr vielen Angestellten arbeiten. Das war mal alles anders. Also das sind alles Fragen, wie der Beruf ausgeübt ist. Ist man an die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung bei der Abrechnung seiner Tätigkeiten gebunden oder darf man freie Honorare vereinbaren? Alles das sind Fragen, die die Berufsausübung des Anwaltes betreffen, aber nicht die Frage, ob er überhaupt als Anwalt arbeitet. Natürlich gibt es manchmal schwimmende Grenzen zwischen der Frage des Wie und des Ob. Also wenn ich die Berufsausübungsregel so eng fasse und so streng fasse, dass die Menschen davon abgehalten werden, den Beruf überhaupt auszuüben, also diesen Beruf zu ergreifen, dann gerät man vom Wie in das Ob. Aber in der Regel kann man die beiden Fälle durchaus unterscheiden. Also das Verbot, nachts Brötchen zu backen, ist eine typische Regelung des Wie. In einer normalen Vorlesung hätte ich das jetzt gefragt, wie Sie das einschätzen. Und meistens liegen Sie aber richtig. Aber zur Übung trage ich das jetzt hier dann vor. Also, Nachtbrötchen backen betrifft die Berufsausübung. Das Verbot, Backwaren zum Verkauf anzubieten, betrifft selbstverständlich die Berufswahl. Ich
kann gar nicht als Bäcker arbeiten. Die Anordnung im Landschaftsschutzgebiet nur nach dem Mai Heu zu machen, betrifft selbstverständlich die Berufsausübung des Bauern im Zweifel. Das Verbot, Kfz mit Benzin- oder Dieselmotor herzustellen, scheint etwas problematischer zu sein, ist aber ja hochaktuell, weil viele Staaten inzwischen schon dazu übergegangen sind, Termine zu bestimmen, wann der letzte Verbrennungsmotor in Produktion gehen kann, also 2030, 35, irgendwie so. Danach darf kein Verbrennungsmotor Auto mehr gebaut werden. Also geht es um Berufsausübung oder um Berufswahl. Und das hängt davon ab, wie man jetzt den Beruf definiert. Das Verbot betrifft prima facie die Berufsausübung, könnte aber in Wahrheit die Berufswahl betreffen, nämlich wenn die Produktion von Verbrennungsautos ein eigenständiger Beruf ist, der sich vom Beruf des E-Kfz-Produzenten unterscheidet. Aber wir wissen inzwischen, die großen Konzerne, Mercedes, VW und so weiter, die Verbrennungsmotoren herstellen, starten gleichzeitig Linien für Elektroautos. Deshalb wird man wohl sagen können, das ist kein eigenständiger Beruf, sondern es ist der gleiche Beruf und es wird nur die Modalität geändert. Folglich handelt es sich nicht um eine Berufswahlregelung, sondern um eine Berufsausübungsregelung. Aber Sie sehen, da kann man in Schwierigkeiten kommen und sagen wir mal vor 20 Jahren, als eigentlich noch keine Elektromotoren auf dem Markt waren, auch nicht angedacht waren, hätte man auch zu dem Ergebnis kommen können, das Verbot des Verbrennungsmotors ist eine Berufswahlregelung. Mit der Zeit und der Technik können sich also solche Auslegungen auch ändern. Diese Regel können Sie auch übrigens verallgemeinern. Bei der Berufswahl ist dann zu unterscheiden, ob es sich um eine objektive Zulassungsvoraussetzung handelt oder um eine subjektive Zulassungsvoraussetzung. Objektive Zulassungsvoraussetzungen knüpfen an Umstände an, die außerhalb der Person liegen und Personen unabhängig den Zugang zum Beruf beschränken. Subjektive Zulassungsvoraussetzungen knüpfen dann natürlich an subjektive Umstände an, also in der Regel an ihre Qualifikation. Nehmen wir erstmal Beispiele für objektive Zulassungsvoraussetzungen. Das sind beispielsweise Niederlassungsquoten für Ärzte, also pro 100.000 Einwohner, das ist ja im Augenblick die große Corona-Regel, darf es nur 100 Ärzte geben. Beispielsweise wäre eine Niederlassungsquote keine Zulassungsvoraussetzung. Objektive Zulassungsvoraussetzung ist die Fangquote für Fischer. Das wissen Sie hoffentlich. Nach EU-Recht dürfen die Fischer immer nur bestimmte Tonnen an Fischen fangen und verwerten. Das betrifft die Berufsausübungsregelung der Fischer. Oder das Verbot, jenseits des staatlichen Monopols Eisenbahn zu betreiben. Dieses staatliche Monopol gab es mal, gibt es nicht mehr, wäre eine objektive Zulassungsvoraussetzung. Ich dürfte keine neue Eisenbahnlinie aufmachen, wenn ich nicht zum staatlichen Monopol gehöre. Also das, was jetzt üblich ist, dass auch private Firmen insbesondere Regionalzüge anbieten, wenn man das untersagt und sagt, nur der Staat darf Eisenbahnen betreiben, was mal so war in der Bundesrepublik, dann ist das eine objektive Zulassungsvoraussetzung und betrifft die Berufswahl. Entsprechendes gilt natürlich auch für Ausbildungsplätze, da gab es auch objektive und subjektive Zulassungsvoraussetzungen geben. Wir werden uns später nochmal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur zum Numerus Clausus ansehen, also zur Beschränkung oder beschränkten Zulassung zu vor allen Dingen Medizinstudienplätzen. Inzwischen gibt es das ja auch bei anderen Studiengängen. Kommen wir zu den subjektiven Zulassungsvoraussetzungen. Sie knüpfen an subjektive Merkmale.
die von einigen Individuen erbracht werden, von anderen nicht. Also da geht es vor allen Dingen um Ausbildungsabschlüsse. Man muss ein Studium haben, um Rechtsanwalt werden zu können und ein Referendariat zusätzlich noch. Um Meister zu werden, muss man eine Meisterprüfung bestehen. In manchen Betrieben gibt es das, glaube ich, wieder, dass man nur mit Meister einen Betrieb aufmachen kann. Oder man braucht bestimmte Berufserfahrungen, um einen Beruf ergreifen zu können. Das gilt zum Beispiel für FH-Professoren. Die brauchen einen Doktor und eine dreijährige Berufserfahrung. Dann können sie sich als FH-Professor bewerben. Und man ahnt das, objektive Zulassungsvoraussetzungen stellen einen stärkeren Eingriff dar als subjektive. Und deshalb bedürfen sie, so die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, im Apothekenurteil auch einer höheren oder besseren Rechtfertigung. Also man muss stärkere Gründe haben, wenn der Gesetzgeber eine objektive Zulassungsvoraussetzung normiert, als wenn er eine subjektive Zulassungsvoraussetzung normiert. Denn selbstverständlich erwartet man, dass ein Arzt, ein Chirurg, der einem den Bauch aufschneidet, auch eine entsprechende Ausbildung hat und am besten noch etwas Erfahrung. Ansonsten würde man sich dem nicht anvertrauen. Von daher ist es relativ, also vergleichsweise einfach, diese Zulassungsvoraussetzungen zu normieren. Schwieriger wird es dann bei den absoluten Zahlenbeschränkungen. Zum Beispiel pro Krankenhaus, da dürfte es nur einen Chirurg geben. Das wäre dann schwieriger zu rechtfertigen. Kommen wir also auch zu der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet zwischen den Stufen der Beschränkungen und sagt, die erste Stufe betrifft die objektive Beschränkung der Berufswahl, die zweite Stufe bestimmt die subjektive Beschränkung der Berufswahl und auf der dritten Stufe wird nur in Anführungsstrichen die Berufsausübung geregelt. Deshalb müssen Sie im Eingriff prüfen, auf welcher Stufe befindet sich denn eigentlich die Beschränkung des Schutzbereichs von Artikel 12. Und wenn Sie das festgestellt haben, können Sie dann prüfen, ob es eine Rechtfertigung für diese Beschränkung gibt, also bei der Prüfung der Schranken. Erste Stufe, objektive Beschränkung der Berufswahl, die ist zulässig nur, wenn schwere Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut existieren. Sie werden gleich sehen, dieser Begriff wird dann abgemildert. Erst handelt es sich um schwere Gefahren und überragend wichtiges Gemeinschaftsgut und später nur noch um Gefahren für ein Gemeinschaftsgut. Die Abgrenzung ist natürlich ausgesprochen schwierig. Hier geraten Sie automatisch mehr oder weniger wieder in die Verhältnismäßigkeitsprüfung und Sie müssen aber Ausführungen dazu machen, wie hoch die Gefahren sind und ob es sich wirklich um ein wichtiges Gemeinschaftsgut handelt. Aber Sie bleiben bei der Abwägung und vor allen Dingen bei der Wertung an dieser Stelle, wie hoch die Gefahren, wie hoch das Gemeinschaftsgut ist, zu dessen Zweck eine Einschränkung der Berufswahl stattfindet. Deshalb, der Eingriff muss verhältnismäßig sein, das nicht außerdem, sondern das findet man sozusagen hier an der Stelle in der Abwägung, das ist ja die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Nochmal, Verhältnismäßigkeitsprüfung brauchen wir den legitimen Zweck, die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit oder die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Das müssten Sie im Schlaf auch sagen können, wenn Sie aufwachen, weil wir das bei jeder Prüfung brauchen. Und natürlich, die Angemessenheit richtet sich nach der Intensität des Eingriffs. Je mehr dabei der gesetzliche Eingriff elementare Äußerungsformen der menschlichen Handlungsfreiheit berührt, umso sorgfältiger müssen die zu seiner Rechtfertigung vorgebrachten Gründe gegen den grundsätzlichen Freiheitsanspruch des Bürgers abgewogen werden, so das Bundesverfassungsgericht nochmal zur Verhältnismäßigkeitsprüfung. Auf der zweiten Stufe geht es um die subjektive Beschränkung der Berufswahl, in Anführungsstrichen nochmal in der Regel um die Qualifikationsanforderungen. Und diese ist nur zulässig zum Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter, die dann in der Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Und schon kommen wir zur dritten Stufe, das ist die Beschränkung der Berufsausübung, also das Wie der Beruf ausgeübt wird.
Sie sind soweit erlaubt, soweit vernünftige Gründe des Gemeinwohls es zweckmäßig erscheinen lassen. Auch das wird mit der Verhältnismäßigkeit geprüft. Damit haben wir die drei Stufen. Das Schwierigste ist, würde ich sagen, an dieser Stelle der Eingriff oder im Eingriff zu bestimmen, auf welcher Stufe denn in die Berufsfreiheit eingegriffen wird. Wenn Sie das festgestellt haben, kommen Sie dann bei der Rechtfertigung relativ leicht dazu zu sagen, was denn nun geschützt, also welche Rechtfertigungsgründe vorliegen müssen, vernünftige Gründe des Gemeinwohls oder überragend wichtige Gründe des Gemeinwohls. Und ob das nun überragend ist und wie hoch dann das Gegenrecht, nämlich die Berufsfreiheit, einzuschätzen ist, das prüfen Sie in der Verhältnismäßigkeit. Also die Verhältnismäßigkeit müssen Sie sich immer vorstellen als das, was die Justiz ja macht. Es werden verschiedene Rechte abgewogen. Nehmen wir die Fischfangquote, die wir eben schon als Beispiel haben. Was ist der legitime Grund, warum erlässt die EU und damit auch die Bundesrepublik Fischfangquoten, also Höchstgrenzen, beispielsweise wie viel Hering gefangen werden darf, weil die Heringe nicht beliebig nachwachsen und man dafür sorgen muss, dass da nachhaltig mit gewirtschaftet wird, dass also nur so viel Heringe gefangen werden, die auch nachwachsen. Das ist der Grund, der auf der einen Seite steht, also der vernünftige Grund des Gemeinwohls, der die Einschränkung der Berufsausübung zweckmäßig erscheinen lässt. Und nun geht man in die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ist denn diese Fischfangquote geeignet, um den Bestand an Heringen zu sichern? Das ist der legitime Grund. Ja, das dürfte geeignet sein. Es werden dann weniger Heringe gefangen. Die Gewässer werden nicht leer gefischt. Ist das auch erforderlich? Also gibt es kein milderes Mittel? Fällt mir jetzt keins ein. Dem Gesetzgeber offenbar auch nicht. Und da muss man noch prüfen, ist das verhältnismäßig? Wird der Fischer nicht zu sehr in seiner Berufsfreiheit verletzt? Und hier kommt man dann zu dem Ergebnis, nein, das ist ein vernünftiger Grund des Gemeinwohls und das ist zweckmäßig. Und die Einschränkung für den Fischer ist zwar nicht unbedeutend, weil er natürlich nicht beliebig viel mehr fangen darf und möglicherweise gibt es auch Ungerechtigkeiten zwischen großen und kleinen, aber zunächst ist mal die Regelung an sich korrekt, verfassungskonform. Und eine verfassungskonforme Beschränkung der Berufsausübung. Als Beispiel, so müsste man das prüfen. Und das Ganze werden wir dann nochmal am Apothekenurteil besprechen. Wie gesagt, das erst ein sehr frühes Urteil aus dem 7. Band der Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts, in dem diese Drei-Stufen-Theorie entwickelt worden ist. Zunächst zum Sachverhalt. Die Zahl der Apotheken ist in den letzten Jahren ständig gestiegen und es ist auch mit weiterer Steigerung zu rechnen. Dadurch geraten einzelne Apotheken in Existenzschwierigkeiten und sie sind nicht mehr in der Lage, die erforderlichen Arzneimittel vorrätig zu halten und qualifiziertes Personal zu beschäftigen. Außerdem ist zu beobachten, dass die Finanznot einzelner Apotheker veranlasst, unnötig Medikamente zu verkaufen oder sogar illegal abzugeben. Um dem Einhalt zu gebieten, wird ein neues Apothekengesetz erlassen. Es bestimmt, Paragraph 1, für den Betrieb einer Apotheke ist eine Erlaubnis erforderlich. Sie wird erteilt, wenn der Apotheker die erforderliche Approbation besitzt. Paragraph 2, in jeder Gemeinde ist die Zahl der Apotheken zu errechnen und ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu setzen. Übersteigt das Verhältnis eine vom Gesundheitsministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmende Größe, kann die Zulassung verweigert werden. Pharmaziestudent A wird voraussichtlich nächstes Jahr seine Ausbildung beenden und möchte sich eventuell als Apotheker in B niederlassen. Es ist abzusehen, dass er dort keine Genehmigung erhält, wäre eine Verfassungsbeschwerde des A begründet. Wir prüfen nicht die Zulässigkeit. Hier wäre ein Zulässigkeitsproblem, ob das nicht eine Verfassungsbeschwerde ist, die deshalb unzulässig ist, weil sie einen zukünftige Tatsache betrifft, nämlich die Nichtzulassung und ob A eventuell noch gar nicht direkt unmittelbar betroffen ist, weil er abwarten muss, dass ihm tatsächlich die Genehmigung verweigert wird. Vielleicht hat er Glück
und er bekommt eine Genehmigung. Das wäre hier ein Problem der Zulassung, was Zulässigkeit, was wir aber hier nicht prüfen müssen, sondern nur die Begründetheit. Also dann prüfen wir den Schutzbereich. Zunächst müsste es sich um, muss der persönliche Schutzbereich eröffnet sein. Nach Artikel 12, bei Artikel 12 handelt es sich um ein deutsches Grundrecht. Der, ob man Deutscher ist oder nicht Deutscher ist, richtet sich nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz. Man muss die deutsche Staatsbürgerschaft haben. A ist Deutscher, und weil hier keine gegenteiligen Angaben vorliegen, das ist natürlich eine Unterstellung, die wir hier jetzt aber mal durchgehen lassen. Das können Sie übrigens auch in der Klausur machen, wenn Sie mit einem deutschen Recht zu tun haben und keine Angaben darüber existieren, ob die Person, die da klagen möchte, Deutscher ist oder Deutsche ist. Gehen Sie mal davon aus, dass das der Fall ist, dass nicht Artikel 2 geprüft werden soll, sondern das spezielle Grundrecht. Diese Sachverhalte sind natürlich nie umfassend, weil sie immer auf einer Seite eine lange Geschichte erzählen müssten, und dann werden schon mal solche Dinge weggelassen oder auch übersehen. Wir prüfen weiter, ob der sachliche Schutzbereich eröffnet ist. Dann müsste es sich um einen Beruf handeln. Beruf ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die zur Bestreitung des Lebensunterhaltes dient und nicht schlechthin gemeinschädlich ist. Naja, das kann man ahnen, dass Apotheker nun ein Beruf ist, aber wir subsumieren. Beim Apotheker handelt es sich um eine auf Dauer angelegte Tätigkeit. Der will damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen und ist in der Regel nicht schlechthin gemeinschädlich. In diesem Fall, laut Sachverhalt, haben die gelegentlich gemeinschädlich gehandelt, aber als Apotheker selbst, also das, was die eigentlich machen sollen, nämlich Arzneimittel verkaufen, die notwendig sind, ist natürlich nicht gemeinschädlich, sondern gemeinförderlich eher. Also das ist leicht zu subsumieren oder leicht zu sehen, aber Sie brauchen die Subsumption in der Klausur nicht vergessen, auch wenn es offensichtlich ist. Wir müssen immer subsumieren in den Anfangssemestern. Es müsste sich um einen Eingriff in die Berufsfreiheit handeln. Ein Eingriff ist jede Beeinträchtigung des Grundrechts auf freie Berufswahl und Berufsausübung. Und hier liegt ein Eingriff vor, weil eine Zulassung nur erteilt wird, wenn ein Bedarf an Apotheken besteht und der Bewerber approbiert ist, also als Apotheker zulässig ist. In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgt die Prüfung der Eingriffsstufe später. Sie machen das nicht beim Eingriff, sondern eben bei der Schranke. Wie gesagt, ich würde das anders machen. Wenn Sie das so machen wie das Verfassungsgericht hier im Apothekenurteil, ist das natürlich auch nicht falsch. Aber ich würde sagen, an der Stelle muss schon diskutiert werden, ob es sich um einen Eingriff in die Berufswahl oder die Berufsausübung handelt. Sie werden bei der Rechtfertigung feststellen, das passt da nicht richtig, wenn man jetzt hier schon das diskutiert, dann kann man feststellen, es handelt sich um eine objektive Zulassungsbeschränkung der Berufswahl. Wenn zu viele Apotheker ist, kann der A seinen Beruf nicht ausüben, ist also in seiner Wahl beschränkt, und das hängt nicht von seiner subjektiven Qualifikation ab. Beziehungsweise Vorsicht, nach § 1 hängt es von seiner Qualifikation, ist von der Approbation. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. § 2 bestimmt, dass es von der Apothekerquote pro Bevölkerung abhängt. Und das ist keine Tatsache, die im Einflussbereich des A liegt. Folglich handelt es sich um eine objektive Zulassungsbeschränkung. Das machen wir gleich nochmal. Eingriffsakt ist natürlich das Gesetz. Jetzt kommt das Drei-Stufen-Theorie. Das Bundesverfassungsgericht breitet die sozusagen zwischen Eingriff und Rechtfertigung aus. Habe ich jetzt als schon genug zu gesagt. Nach der Drei-Stufen-Theorie hängt die Rechtfertigung des Eingriffs von der Art und Intensität des Eingriffs ab. Dabei sind drei Stufen zu unterscheiden. Zunächst geht es sich Es steht in Frage, ob es sich um eine Einschränkung der Berufswahl handelt, nämlich dann, wenn die Regelung sich auf das Ob der beruflichen Tätigkeit bezieht. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven Zulassungsvoraussetzungen. Das sind Voraussetzungen, die nicht in der Person des Bewerbers liegen, vor allem Bedarfs- oder Bedürfnisprüfungen.
Sie sind nur zulässig zu Abwehr nachweisbarer und höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut, so das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil. Solche Gemeinschaftsgüter sind zum Beispiel Leben, Gesundheit, Verkehrssicherheit, gerechte Verteilung, vorhandene Arbeit. Das heißt, das Ziel der Beschränkung ist, an seiner Bedeutung für die Gemeinschaft zu prüfen. Hier geht es im Zweifel um die Gesundheit der Menschen, möglicherweise auch um Leben, aber vor allen Dingen um die Gesundheit, wenn denen überflüssige Arzneimittel verkauft werden. Das kann man schon mal festhalten. Und die Beschränkung muss verhältnismäßig sein. Das heißt, sie muss geeignet sein, den Schutz des Gemeinschaftsgutes zu erreichen. Sie muss erforderlich für den Schutz des Gemeinschaftsgutes sein. Das heißt, es darf kein milderes Mittel, insbesondere kein Eingriff auf niedriger Stufe möglich sein, der, Klammer auf, gleich effektiv ist. Das ist wichtig. Und es muss verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Das heißt, Zweck und Mittel der Beschränkung müssen in angemessene Relation stehen. Man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Oder es handelt sich um eine subjektive Zulassungsvoraussetzung. Das sind personenbezogene Voraussetzungen, das heißt solche, die von persönlichen Voraussetzungen abhängen, wie zum Beispiel die Ausbildung, die vom Bewerber grundsätzlich nach subjektiven Kräften erfüllt werden können. Sie sind nur zulässig zum Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter. Außerdem muss der Eingriff verhältnismäßig sein, das prüfen wir jetzt nicht nochmal vollständig. Oder es handelt sich um eine Beschränkung der Berufsausübung. Dabei geht es um eine Regelung zum Wie der beruflichen Tätigkeit, also wie der Beruf ausgeübt wird. Sie sind erlaubt, soweit vernünftige Gründe des Gemeinwohls es zweckmäßig erscheinen lassen. Außerdem muss der Eingriff verhältnismäßig sein. So entwickelt das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil die Drei-Stufen-Theorie zur Prüfung von Artikel 12. Und wir subsumieren zunächst, die Berufswahl ist betroffen, weil ohne Zulassung kann der A seinen Beruf nicht ausüben. Deshalb ist in beiden Fällen sowohl § 1 Approbation als auch § 2 Apothekerquote die Berufswahl betroffen. Man könnte einwenden, beschränkt wird nicht die Tätigkeit des angestellten Apothekers, sondern nur des selbstständigen Apothekers. Also könnte man sagen, die Berufswahl wird nur beschränkt, wenn der selbstständige Apotheker ein eigenständiger Beruf ist, ein eigenständiger Beruf im Unterschied zum angestellten Apotheker. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, das richtet sich nach dem traditionellen Berufsbild. Und in den 50er Jahren war ein Apotheker ein selbstständiger Apotheker und kein angestellter Apotheker. Das waren unterschiedliche Berufe. Also meint das Bundesverfassungsgericht, der Apotheker, der selbstständige Apotheker ist ein eigenständiger Beruf, weil die Selbstständigkeit, der selbstständige Unternehmer ein eigenständiges soziales Gewicht hat gegenüber dem Angestellten. Das kann man natürlich auch anders sehen, aber das war die Sichtweise in den 50er Jahren. Also Berufswahl ist betroffen. Man könnte einwenden, dass die Beschränkung nur regional gilt. Dazu sagt das Bundesverfassungsgericht, zur freien Berufswahl gehört aber auch die Freiheit, den Beruf an jedem Ort aufnehmen zu können. Also die Niederlassungsfreiheit an jedem Ort, den man möchte. Meines Erachtens wird umgekehrt ein Schuh aus dem Argument, in einem bestimmten Gebiet ist die freie Berufswahl eingeschränkt und damit liegt trotzdem eine Beschränkung der Berufswahlfreiheit vor. Also können wir im Ergebnis festhalten, die Berufswahl ist betroffen. Dann müssen wir prüfen, ob es sich um eine subjektive oder objektive Zulassungsvoraussetzung handelt. § 1 betrifft die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen. Man kann nur eine Approbation erhalten, nachdem man ein Pharmaziestudium absolviert hat. Also die Approbation kann von jedem mit der notwendigen Ausbildung erlangt werden und damit handelt es sich um etwas, was man subjektiv ändern kann. Bei § 2 handelt es sich um eine objektive Zulassungsvoraussetzung. Die Bedarfsprüfung richtet sich nach dem Verhältnis der Anzahl der Apotheker zur Größe der Bevölkerung und das hängt nicht von den subjektiven Voraussetzungen vom subjektiven Verhalten des Apothekers ab. Deshalb handelt es sich um eine objektive Zulassungsvoraussetzung.
Dann müssen wir prüfen, ob es eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs gibt. Und da müssen wir zunächst prüfen, welche Schranke denn für dieses Grundrecht existiert. Und das machen wir jetzt mal anders und wenden noch nicht die Drei-Stufen-Theorie ein, sondern prüfen zunächst mal, was steht denn im Grundgesetz. Dort steht, jeder darf seinen Beruf frei wählen und die Berufsausübung kann durch Gesetz geregelt werden. Das heißt ja eigentlich, wenn ich das vernünftig lese, die Berufsausübung darf ich zwar beschränken durch Gesetz, aber die Berufswahl ist frei ohne gesetzliche Beschränkung. Ich darf sie nicht durch Gesetz regeln, es sei denn, andere wichtige Güter stehen dem entgegen, wichtige Güter, die sich auch durch das Grundgesetz geschützt sind. Dann kommen wir zur praktischen Konkordanz, zur Abwägung zwischen unterschiedlichen Grundrechten. Aber zunächst sind wir ja nur bei der Wortlautinterpretation. Berufswahl scheint schrankenlos gewährleistet zu sein. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert anders. Die schrankenlose Gewährleistung der Berufswahl kann nicht richtig sein und findet Gründe für die Einschränkbarkeit nach der historisch-genetischen Auslegung, nämlich der Auslegung nach dem Entstehungszusammenhang und dem Willen des Gesetzgebers. Bei der Verabschiedung der Verfassung, so argumentiert das Bundesverfassungsgericht, existierten selbstverständlich Gewerberegelungen, die die Aufnahme eines Berufs von der Zulassung abhängig machten. Also auch schon in den 50er Jahren musste man natürlich Pharmazie studiert haben, wenn man Apotheker werden wollte oder Medizin studiert haben, wenn man Arzt werden wollte oder Jura studiert haben wollte, studiert haben, wenn man Richter werden wollte oder Richterin. Diese bestehenden Zulassungsbeschränkungen wollte der Verfassungsgesetzgeber nicht für unzulässig erklären. Dann kann eine schrankenlose Gewährleistung der Berufsfreiheit nicht gemeint gewesen sein oder nicht gewährleistet sein. So argumentiert das Bundesverfassungsgericht. Wie gesagt, wenn man das heute so liest, müsste man anders argumentieren. Auf der einen Seite, oder kann man anders argumentieren, auf der einen Seite steht die Berufsfreiheit, die ist Berufswahl, die unbeschränkt gewährleistet wird, aber wir finden eine Schranke in den Gegenrechten, den Gegengrundrechten oder in anderen verfassungsrechtlichen Regelungen. Es muss nicht unbedingt ein Grundrecht sein. Und hier finden wir eine mögliche Schranke in der Gesundheit der Mitbürger, die durch Apotheker, die keine Ausbildung haben, beispielsweise gefährdet ist. Also muss man abwägen zwischen Berufswahlfreiheit, unbeschränkt geltender Berufswahlfreiheit und Gesundheit der Mitbürger, der Kunden der Apotheke und kann dann trotzdem in eine Rechtfertigung der gesetzlichen Bestimmung eintreten. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht macht das in diesem Urteil noch anders und kommt mit einer historisch-genetischen Auslegung zu dem Ergebnis, der Gesetzgeber hat nicht gemeint, was er aufgeschrieben hat, dass die Berufswahl schrankenlos gewährleistet ist. Auch das ist natürlich überzeugend. Das Argument trifft natürlich, dass keineswegs beabsichtigt war, als das Grundgesetz in Kraft trat, dass bestimmte Berufe ohne entsprechende Ausbildung ausgeübt werden können. Außerdem kann man noch das Argument ergänzen durch eine systematische Auslegung. Das macht das Bundesverfassungsgericht auch. Also die Auslegung nach dem Zusammenhang des Gesetzes. Und da gibt es Anzeichen dafür, wie der Wortlaut gemeint wird in Artikel 74 Nummer 19, also in den Gesetzgebungskompetenzen für die konkurrierende Gesetzgebung. Sie erinnern sich an das Staatsorganisationsrecht. Also, und da hat der Bundesgesetzgeber die Kompetenz für die Regelung der Zulassung zu bestimmten Berufen. Das setzt natürlich voraus, dass die Zulassung geregelt werden kann. Also bei der Berufswahl keine schrankenlose Gewährleistung in Artikel 12 normiert ist. Und
Dann habe ich nochmal aufgeschrieben, dass man ansonsten über die praktische Konkordanz zur Abwägung kommen kann. Schließlich kann man auch noch eine teleologische Auslegung wagen, die jetzt das Bundesverfassungsgericht an der Stelle nicht vorgenommen hat, also eine Auslegung nach Sinn und Zweck der Norm. Ich führe Ihnen das hier nur nochmal vor, diese Kanones der Auslegung, weil die für ihre Arbeit nicht nur im Verfassungsrecht, in allen Rechtsgebieten von zentraler Bedeutung ist. Das müssen Sie drauf haben, diese Möglichkeiten, Gesetze auszulegen nach Wort, nach Geschichte, nach Systematik und nach Sinn und Zweck. Also, wenn ich eine teleologische Auslegung wage, dann komme ich zum Ergebnis, Berufswahl und Ausübung lassen sich nicht trennen. Aufnahme der Berufstätigkeit ist zeitgleich sowohl Berufsausübung wie Berufswahl. Also, das habe ich ja eben schon gesagt, die Trennung ist nicht scharf, sondern es gibt fließende Übergänge und bei der Aufnahme der Berufswahl, also bei der Frage, ob ich überhaupt Apotheker werden kann in unserem Fall, geht es natürlich auch immer schon mit um die Berufsausübung. Und das Gleiche gilt für die Beibehaltung des Berufs oder seine Beendigung. Und weil eine Trennung nicht möglich ist, kann es nicht Sinn und Zweck der Norm sein, die Berufswahl von jeglicher Regelung freizuhalten. Es müssen Regelungen erlaubt sein, die mittelbar über die Berufsausübung auch die Berufswahl betreffen. Das war mein Argument vorne. Wenn ich die Berufsausübung sehr scharf reguliere, beeinflusst das im Zweifel auch die Berufswahl, sodass man hier nicht zu einer scharfen Trennung kommen kann und deshalb auch bei der Berufswahl sagen muss, sie wird immer geregelt. Ergebnis, eine schrankenlose Gewährleistung der Berufswahl kann nicht gemeint sein, aber so das Bundesverfassungsgericht aus dem Wortlaut ergebe sich, dass die Regelungskompetenz des Gesetzgebers bei der Berufswahl enger ist und deshalb kommt es zur Drei-Stufen-Theorie, nämlich der Bestimmung der Schranke nach der Drei-Stufen-Theorie. Zunächst prüfen wir die Verhältnismäßigkeit des Approbationserfordernisses, die ja in § 1 des von mir vorgestellten Gesetzes geregelt war. Dazu brauchen wir ein legitimes Ziel. Wir brauchen den Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter. Hier ist das die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung. Damals sprach man von Volksgesundheit, eine etwas merkwürdige Begriffswahl. Und es muss geeignet sein, die Gesundheit zu schützen, dass ich von Apotheker verlange, dass er eine Ausbildung hat. Das kann man annehmen. Man kann darüber streiten, ob er zwingend studiert haben muss. Aber das kann nun wieder der Gesetzgeber entscheiden, welche Form der Ausbildung gewählt wird, würde ich behaupten. Also hier gibt es wieder die Einschätzungsprärogative. Zunächst mal ist es geeignet, eine Ausbildung zu verlangen. Dann brauchen wir die Erforderlichkeit, das mildeste Mittel. Ja, etwas anderes als eine Ausbildung ist nicht anzunehmen. Und dann brauchen wir die Angemessenheit. Auch das kann man annehmen, um die Gesundheit zu schützen, ist es erforderlich und angemessen, dass Menschen, die diesem Beruf nachgehen wollen, vorher ausgebildet werden. Und da müssen wir die Verhältnismäßigkeit der Quote prüfen. Dann brauchen wir wieder, das ist natürlich jetzt schwieriger, weil wir hier überragend wichtige Gemeinschaftsgüter brauchen. Der Eingriff ist intensiver, also muss in der Abwägung das berücksichtigt werden. Zunächst suchen wir deshalb das legitime Ziel und da brauchen wir nachweisbare, höchstwahrscheinlich schwere Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut. Das Gemeinschaftsgut ist wieder die Gesundheit und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob es durch zu viele Apotheken zu schweren Gefahren für ein wichtiges Gemeinschaftsgut kommt und vor allem zu höchstwahrscheinlich eintretenden schweren Gefahren. Nach Sachverhalt gab es Indizien dafür, dass die Apotheker überflüssige und illegale Arzneimittel verkaufen. Dann kommt man natürlich zu Gefahren mindestens für die Gesundheit. Zu schweren Gefahren kann man sich natürlich fragen und zu höchstwahrscheinlich schweren Gefahren erst recht. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, je mehr Apotheken es gibt, umso eher kommen die Leute an Medikamente. Jedenfalls, wenn die überhaupt produzieren, wie man jetzt bei Corona wieder sehen konnte. Wurden da gar nicht genug Medikamente her oder werden zunächst nicht genug Medikamente hergestellt. Aber die Anzahl der Apotheken hat mit dieser Frage nichts zu tun. Das Bundesverfassungsgericht sagt, der Gesetzgeber kann das einschätzen
und schließt sich dem an, es kommt zu höchstwahrscheinlich schweren Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut. Das lässt sich auch oder wird vielleicht auch besser in der Geeignetheit geprüft. Ist eigentlich die Quote geeignet, um dieses Gemeinschaftsgut zu schützen? Hier kann man auch das Argument bringen, dass es der Gesundheitsschutz sehr steigt, je mehr es Apotheken es gibt. Aber der Sachverhalt spricht von Dumpingkonkurrenz sowie unerlaubter und vermehrter Abgabe. Das ist immerhin möglich, also ist das Mittel geeignet, um das zu verhindern. Die Quote muss erforderlich sein. Milder könnte eine bessere Überwachung der Apotheken sein, also indem öfter geprüft wird, was wird denn verkauft, ist das auch alles korrekt, werden auch nur legale Mittel verkauft, kann ich den Apotheker überreden, mir etwas zu verkaufen, was nur gegen Rezept verkauft werden kann und ähnliche Dinge. Das Argument war, das ist schwer durchführbar, man braucht mehr Personal und die müssen das auch testen und das ist nicht gleich effektiv, deshalb sei es das mildeste Mittel. Hier kann man ein großes Fragezeichen an den Rand machen, ob das denn wohl so stimmt, ob nicht eine Kontrolle der Apotheker ein milderes Mittel gewesen wäre, was gleich effektiv ist, weil auch wenn ich die Anzahl der Apotheken beschränke, kann es ja schwarze Schafe unter den Apothekern geben, die illegale Medikamente verkaufen. Und schließlich muss das Mittel auch angemessen sein. Das Bundesverfassungsgericht hat das an der Stelle verneint. Die Gefahren seien nicht so groß, dass diese Einschränkung noch angemessen ist. Hier kann man sozusagen die Gegenargumente, die ich vorher gebracht habe, mit in diese Angemessenheitsprüfung, in die Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne einbeziehen und kann dann gut dem Bundesverfassungsgericht folgen und sagen, nein, da müsste etwas anderes her. Eine Quote ist angesichts dieser Gefahren unverhältnismäßig und deshalb verfassungswidrig. Wir besprechen noch das Numerus Clausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was sich auch mit der Berufsfreiheit bzw. Ausbildungsfreiheit befasst. Aber hier kein Abwehrrecht formuliert, sondern ein Teilhaberecht, jedenfalls interpretiert das Bundesverfassungsgericht Artikel 12 an der Stelle so. Zunächst zum Sachverhalt, da die Zahl der Studienplätze nicht ausreicht, um alle Bewerbern um einen Medizinstudienplatz zum Studium zuzulassen, wurde ein Numerus Clausus eingeführt, das heißt die vorhandenen Studienplätze wurden nach dem Zensurendurchschnitt im Abitur verteilt. Viele Bewerber, die keinen Studienplatz erhalten hatten, klagten bis zum Bundesverfassungsgericht. Wie ist der Numerus Clausus verfassungsrechtlich zu beurteilen? Heute bewerben Sie sich ja bei den Hochschulen direkt um einen Studienplatz. Und für einige Fächer haben dann die Hochschulen unterschiedliche Numeri Clausi vorgesehen. Als dieses Urteil erging, war das System noch anders. Es gab eine zentrale Studienplatzvergabe, die ZVS. Und man musste sich bei der ZVS bewerben und die verteilte dann in den Numerus Clausus Fächern die Studienplätze an die Studierenden und ausgesucht wurde derjenige oder diejenige mit dem besten Notendurchschnitt im Abitur. Was natürlich dazu führte, dass diejenigen, die keine besonders guten Noten hatten, nicht zugelassen wurden und dann sich auf die Hinterbeine stellten und versuchten, einen Studienplatz einzuklagen. Es gab dann ganze Anwaltsfirmen, Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisierten, Studienplätze einzuklagen. Ich denke, das ist heute anders. Wird aber nicht hundertprozentig informiert. Prüfen wir also zunächst den Schutzbereich. Es geht um die freie Wahl der Ausbildungsstätte. Die Universität ist eine Ausbildungsstätte, denn Ausbildungsstätten hatten wir definiert als Einrichtungen, die berufsbezogene Ausbildung vermittelt. Und in der
Universität wird eine berufsbezogene Ausbildung vermittelt. Bei Medizinern relativ klar, die werden am Ende Ärzte, Juristen ergreifen einen juristischen Beruf. Bei anderen Studienfächern ist das nicht so ganz klar, aber auch da muss man davon ausgehen, dass es sich um eine berufsbezogene Ausbildung handelt. Nun werden die Studierenden ja nicht oder die Bewerber nicht davon abgehalten, Medizin zu studieren. Der Staat greift nicht in eine existierende Beziehung zur Hochschule ein, sondern sie erhalten erst gar keinen Studienplatz. Es geht also nicht um die Abwehr eines staatlichen Eingriffs in existierende Rechte oder Verhältnisse, sondern es muss ein Anspruch auf einen Ausbildungsplatz bestehen oder eine Verpflichtung des Staates bestehen, die Kapazitäten auszubauen. Darauf klagten dann die entsprechenden Bewerber. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, aus Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 3 und dem Sozialstaatsprinzip entsteht ein Teilhaberecht, also möglicherweise ein Anspruch. Erstmal vorsichtig sein, nicht? Also es entsteht möglicherweise ein Anspruch. Jetzt müssen wir genau prüfen, unter welchen Bedingungen dieser denn entsteht. Und das Teilhaberecht ergibt sich insbesondere dort, meint das Bundesverfassungsgericht, wo ein Ausbildungsmonopol des Staates besteht. Und sie nehmen an, dass ein solches Ausbildungsmonopol beim Studium existiert, auch wenn es private Hochschulen auch damals schon gibt und inzwischen noch einige mehr gibt. Die meisten Studienabschlüsse werden immer noch vom Staat angeboten. Und sie folgern, der Ausschluss von der Ausbildung würde faktisch zum Ausschluss vom Beruf führen. Deshalb ergebe sich aus Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 3, also dem Gleichheitsrecht und dem Sozialstaatsprinzip, aus Artikel 20 ein Teilhaberecht. Und nun muss man fragen, ob sich aus dem Teilhaberecht ein Anspruch auf einen Kapazitätsausbau bei den Medizinstudienplätzen ergibt. Wenn es nur eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen gibt, nützt der Teilhabeanspruch ja nichts. Man kann ja nicht mehr Studienplätze verteilen, als vorhanden sind. In Medizin ist das noch deutlicher als etwa im Jurastudium. Wenn da 10 Leute mehr im Hörsaal sitzen, fällt das nicht besonders auf, aber Mediziner müssen eben auch praktisch ausgebildet werden. Und da kann es dann zu Engpässen kommen, wenn also Leichen seziert werden oder ähnliches. Da ist man schon darauf angewiesen, dass die Höchstzahl eingehalten wird, aber man könnte natürlich die Kapazitäten ausbauen, mehr Räume bauen und mehr Professoren einstellen. Zunächst sagt das Bundesverfassungsgericht aber, umfasst die Teilhabe den gleichberechtigten Zugang zu vorhandenen Kapazitäten. Eine Ungleichberechtigung wurde jetzt nicht so nachgewiesen. Es wurde nach dem Notendurchschnitt ausgewählt. Das ist zunächst ein Kriterium, was funktioniert. Man kann sich natürlich darüber streiten, und das werden wir nachher noch sehen, ob nicht andere Kriterien mit hinzugezogen werden müssen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch, dass es einen Anspruch auf Kapazitätserweiterung gibt, wenn eine evidente Verletzung der staatlichen Pflicht zur Ausbildungsvorsorge nachgewiesen werden kann. Das ist natürlich ein starker Spruch, sage ich mal. Also, man hat nicht nur einen Anspruch auf gleichberechtigten Zugang, sondern der Staat muss auch eine Ausbildungsvorsorge betreiben. Wenn offensichtlich zu wenig Medizinstudienplätze zur Verfügung gestellt werden, hat der Einzelne aus dem Grundrecht einen Anspruch auf Kapazitätserweiterung. Das sagt das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil. Aber natürlich gilt das nicht unbeschränkt. Die Grenze findet das Teilhaberecht aus der verfassungsimmanenten Schranke, nämlich der Entscheidungsprärogative des Gesetzgebers über den Einsatz und die Verwendung staatlicher Mittel. Die Entscheidung des Gesetzgebers hat der Einzelne bei nicht evidenter Pflichtverletzung des Staates bei der Schaffung von Ausbildungskapazitäten zu akzeptieren. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, wir prüfen natürlich nicht genau nach,
welche Prioritäten der Staat bei der Ausgabe der Steuergelder setzt. Sonst würde das Demokratieprinzip unterlaufen. Das Demokratieprinzip ist hier die verfassungsimmanente Schranke, sondern wir können nur prüfen, ob evident nicht genug Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dann, der Verzicht auf den Ausbau von Medizinstudienplätzen ist durch die demokratische Entscheidungsbefugnis des Gesetzgebers gerechtfertigt. Ein evidenter Verstoß gegen die Pflicht, weitere Ausbildungsplätze zu schaffen, bestehe nicht. So kommt es zu dem Ergebnis, dass der Schutzbereich nicht eröffnet ist, soweit es um den Anspruch auf den Kapazitätsausbau geht. Also eine starke Anspruchsbegründung in der Theorie, die dann aber in der Praxis nicht weiterhilft, weil dieser Maßstab der Evidenz der Pflichtverletzung seitens des Staates natürlich schwer nachzuprüfen ist. Das Bundesverfassungsgericht prüft dann aber auch, ob denn die Zuteilung nach den Noten, nach dem Abitursdurchschnitt korrekt ist oder gegen den Gleichheitssatz verstoßt und gegen Artikel 12 verstoßt. Und prüft zunächst den Eingriff in den Schutzbereich. Die Eröffnung des Schutzbereiches wurde ja schon geprüft. Durch die Regelung, nach der Studienplätze nach Notendurchschnitt vergeben werden, wird in die freie Ausbildungswahl eingegriffen. Und dann muss die Schutzstufe geprüft werden. Man stellt fest, es geht um die objektive Zulassungsvoraussetzung bei der Berufswahl, also es geht um das Ob des Studiums und damit um das Ob der Möglichkeit, später als Arzt zu arbeiten. Und es geht um eine objektive Beschränkung, weil die Anzahl der Studienplätze nicht von den persönlichen Voraussetzungen abhängig ist. Und der Notendurchschnitt schwankt, der erreicht sein muss, um einen Studienplatz zu bekommen. Also, man kann nicht sagen, das sind persönliche Voraussetzungen, die dort eingreifen, also subjektive Zulassung. Handelt es sich nicht um eine subjektive Zulassungsbeschränkung, weil man nicht einkalkulieren kann, wie der Notendurchschnitt ist. Und auch wenn man das einkalkulieren könnte, kann man sich zwar anstrengen, einen bestimmten Notendurchschnitt zu erreichen, aber dem Schüler und der Schülerin muss es natürlich auch freigestellt sein. Sie muss die Freiheit haben oder er muss die Freiheit haben, etwas anderes zu tun, als für die Schule zu lernen. Also hier kann man ein Freiheitsargument vermuten, sodass man im Ergebnis zu dem Ergebnis, dazu kommt, dass es sich um eine objektive Zulassungsvoraussetzung handelt. Die müsste jetzt gerechtfertigt sein. Da muss es um die Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher Gefahren für ein überragend wichtiges Verfassungsgut gehen. Das, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist die Funktionsfähigkeit der Hochschule, also eine geregelte Lehre und Ausbildung. Bei zu vielen Studierenden ist sinnvolles Lernen nicht mehr möglich. Das scheint mir auch der Fall zu sein. Aber, das hatte ich schon gesagt, im Medizinstudium ist das noch eindeutiger als etwa im Jurastudium oder im Philosophiestudium möglicherweise. Und dann muss der Eingriff verhältnismäßig sein. Wir prüfen also erst das Ziel, das hatten wir eben schon festgestellt, die Funktionsfähigkeit der Hochschule und eine ordnungsgemäße Lehre. Da muss es geeignet sein. Durch den Numerus Clausus wird die Überlastung der Hochschule vermieden. Es muss erforderlich sein. Alternativenverteilung nach Noten sind nicht erkennbar. Das kann man natürlich diskutieren. Hier könnte etwa eine Zuteilung nach Vorkenntnissen erfolgen. Also derjenige, der schon eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht hat, wird demjenigen, der einen guten Notendurchschnitt im Abitur hat, bevorzugt, auch wenn er keinen so guten Notendurchschnitt im Abitur hat. Es kommt ja auf die medizinischen Kenntnisse an und nicht auf etwa die Kenntnisse in Latein, obwohl das bei den Medizinern vielleicht auch noch relevant ist. Dann sagen wir mal Französisch. Also
Hier kann man Zweifel haben, ob man einfach die Alternative ausschließen kann. In modifizierten Verfahren, die später eingeführt worden sind, hat man dann auch bei der ZVS nicht mehr allein nach Notendurchschnitt verteilt, sondern auch Vorkenntnisse und Prüfungen berücksichtigt. Es muss angemessen sein, die Sicherung der Ausbildung liegt im Interesse aller Studierenden und der Allgemeinheit als Interesse an gut ausgebildeten Ärzten. Der Einzelne muss den Nachteil hinnehmen, dass er möglicherweise keinen Studienplatz bekommt. So kommt man zu dem Ergebnis, dass die Verfassungsbeschwerde nicht begründet ist.